Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Museum Herrenmühle. Gern hätten wir Sie persönlich begrüßt am 16. Mai, den Internationalen Museumstag. Das ist leider Corona-bedingt bei uns auch nicht möglich. Aber wir vom Museumsverbund Rhön-Saale haben uns ein gemeinsames Projekt überlegt zum Thema Kommunikation. Jedes der Häuser bietet einen bestimmten Aspekt dazu an. Und hier im Museum Herrenmühle gehen wir der Frage nach, kann eine technische Einrichtung, kann eine Maschine mit dem Menschen kommunizieren? Und ja, sie kann es. Hier im Museum Herrenmühle nämlich kommuniziert die Mühle mit dem Müller. Wie das Volkslied schon sagt, bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach. Das stimmt aber nicht so ganz, der hat nämlich durchaus geschlafen und die Mühle hat ihn geweckt, wenn es denn soweit war, dass er Mahlgut nachschütten musste. Und funktioniert hat es über ein solches Läutwerk, über eine Mühlglocke. Wenn das Mahlgut im Mahlgang zur Neige ging, hat es hier geläutet und der Müller musste auch des Nachts aufstehen und nachfüllen. Wie das Ganze genau funktioniert hat, können Sie bei uns in der Herrenmühle sehen, auch in den anschließenden Räumen, sobald wir wieder geöffnet haben. Wir freuen uns auf Sie.